Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zur Formel 1 beim großen Europa-Auftakt. Das war ja zumindest lange Zeit, bis der große Preis von Russland vorverlegt wurde. Und je nachdem, wie man die Lage von Russland interpretiert, kann man sagen, es ist entweder der eine oder der andere Grand Prix, der jetzt den Anfang der Europa-Tour darstellt, die dann zwischendurch nochmal von Kanada unterbrochen wird. Aber insgesamt ist das auch die Zeit, in der die meisten Fahrer und Teams, Fahrer ausgeschlossen, Teams, die meisten Upgrades bringen. Und das hat im Spiel nicht ganz stattgefunden. McLaren Honda hat einige Upgrades gebracht, jedoch haben viele andere Teams sich da ein bisschen auf die faule Haut gelegt. Ich glaube, Mercedes hat ebenfalls ein Upgrade. Wir hingegen haben ebenfalls kein Upgrade für das Qualifying und fürs Rennen nicht, haben allerdings drei frische Softreifen. Und während ich das Setup durchlaufen lasse, kann ich ja kurz thematisieren, wie das Training war. Das war nämlich ganz gut, hat sich interessant angefühlt am Anfang. Das ist echt ungewohnt. Und die Strecke, das merke ich immer wieder, das ist sehr, sehr gut umgesetzt. Die Strecke hat immer und immer mehr Grip. Also wirklich so, wie der Grip die Grip-Zunahme ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und ihr werdet einen deutlichen Unterschied spüren, wenn ihr im ersten Stint, im ersten Training rausfahrt und im dritten Training. Bei mir macht es gut und gerne auch mal 2-3 Sekunden auch aus, je nachdem, wie man mit der Strecke gerade zurechtkommt. Denn wenn man sehr, sehr stark rutscht, dann tut einem auch ein wenig mehr mechanischer Grip in Form von mehr Gummi auf der Strecke oder in Form eines stabileren Autos, dann tut es einem sehr, sehr gut. Und wenn mehr Gummi auf der Strecke liegt im dritten Training, dann kann man da sehr viel bessere Zeiten erreichen. Spanien allgemein Pflaster, wo wir schon ganz gut unterwegs waren. Es gab hin und wieder aber auch mal leichtere Enttäuschungen. Insgesamt passt die Pace aber allerdings einigermaßen. Ja, und ich denke, dass Punkte definitiv in Reichweite sein sollten. Ob wir ins Q3 kommen? Ich lasse es mal offen. Im Renault ist auch irgendwie die Qualifying Pace nicht mehr ganz so schlecht wie davor. Und was wir uns an Strategien im Rennen überlegen, das schauen wir morgen nochmal an. Ich würde bevorzugen, ein möglichst mit weichen Reifen ausgestattetes Auto zu fahren. Habe allerdings die Spur komplett nach links gehauen und ich glaube, das ist so eine Sache, das macht das Auto sehr viel stabiler. Und dadurch dürfte ich hier ohnehin ein sehr, sehr stabiles Auto haben und kaum rutschen. Das ist so ein bisschen wie in Abu Dhabi. Für Abu Dhabi habe ich dasselbe Setup genommen. Lustigerweise exakt dasselbe Setup, auch mit Flügel etc. So, und jetzt die erste Runde. Vom Qualifying-Trim her konnte ich im Training durchaus die grüne Zeit knacken, war eine Zehntel von der pink unterlegten Zeit entfernt. Das war jetzt schlecht. Das war schlecht, hat mich mehr als eine halbe Sekunde gekostet. Ja, der letzte Sektor. Fühle ich mich eigentlich ganz wohl, außer in der allerletzten Kurve, aber ja, dieses Mal haben wir 7 Zehntel liegen lassen. Ah, oh, da kommt jemand raus. Bitte nicht Bottas. Natürlich zieht er auf die Ideallinie.
Ach je. Okay, gut, im ersten Sektor und im zweiten, da ist auch noch einiges an Zeit drin. Also mit Bottas und den ganzen anderen kleinen Fehlern, die ich drin hatte, nur 2 Zehntel im Rückstand. Uiuiui. Gut, ich fahr direkt an die Box. Bringt nichts, diesen Reifensatz noch ein bisschen mehr zu quälen. Gut, ansonsten sind wir immerhin vor Eriksson. Magnussen im Haas knapp vor uns. So, komm, ich überspringe die Animation. Wir haben ja ohnehin kein Bedarf mehr an diesen Reifen. Die haben schon ihren Soll geleistet. Okay, gut. Also Magnussen und Gutierrez, das sind die beiden, die wir jetzt... Gutierrez sogar im Manor. Schneller als Magnussen im Haas. Bedeutet für mich, dass ich da deutlich mehr auch noch rausholen muss. Es geht aber auch deutlich mehr. Also mal gucken, wo Nico Hülkenberg jetzt gerade landet. Ja, der erste Sektor ist gut. Der zweite, oh, der ist ziemlich schnell. Im Qualifying-Trim hatte ich einen Abstand von weniger als 1/10 Sekunde. Ich warte noch einen Moment. 6 Minuten vor Schluss wähle ich die Reifen aus und gehe dann langsam mal auf die Strecke. Hab fast sekundengenau getimt. Wenn ich das jetzt noch mit der Zeit hinkriege, dann wäre es geil. Eine halbe Sekunde sollen die neuen Reifen schneller sein. Mal sehen, ob sie halten, was sie versprechen. Ansonsten wäre heute ein bisschen früher Schluss. Was ein bisschen doof wäre. So, im Moment auf Platz 20. Aber ihr habt gesehen, ich hatte ganz am Anfang 3 Zehntel verloren, als Bottas mir davor die Kiste gezogen ist. Ja, also... Grundlegend finde ich, das ist natürlich ein bisschen schwer zu programmieren, aber wenn man aus der Box fährt oder irgendwo auf der Strecke ist, dann sollte die KI hin und wieder auch gerne mal so stark abbremsen, wenn es zeitlich nicht super knapp ist. Oder auch mal so ausweichen, wie ich es hier gerade getan habe. Da muss man einfach schneller reagieren. Das Ding ist, wir reden ja nicht von einem Sport, wo irgendwelche Pappnasen fahren, die dann sich auch durchaus mal eine halbe Sekunde oder Minute Zeit lassen können, um zu reagieren, dass sie das Auto hinter sich vorbeilassen können. Wir reden hier von einem Sport, wo es um tausendstel Sekunden geht. Und wo auch die Fahrer eigentlich blitzschnell reagieren müssen. Ob nun, wenn sie ein Problem haben oder bei irgendeiner anderen Frage... Natürlich sind wir auch bei einem Sport, wo man nichts geschenkt bekommt. Das heißt, wir benötigen... Also keine Ahnung, wenn ich jetzt sehr viel Platz mache, verliere ich auch sehr viel Zeit. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber das muss man halt einkalkulieren. So ein bisschen wie GG Well Played oder Good Luck Have Fun. In StarCraft hat sich das super durchgesetzt. Genauso gibt es auch hier Benimmregeln.
So, der letzte Sektor war schon mal spürbar besser. Ich habe mich aber zu sehr ablenken lassen durch die beiden vor mir und habe dadurch extrem viel Zeit verloren. Ich bin 19. Und direkt noch mal eine halbe Sekunde rausgeholt. Komm schon, 17. Hamilton auf 16. Was? Wie bitte? 1,2 Sekunden hinter Vettel, aber das... Oh, die Abstände sind so klein. Unfassbar. Fahrer vor mir. Stark. Mann, ja, Mann. Da habe ich es weggeworfen. Ah, ich hatte eh keinen Sprit. Eieiei. Okay, gut. Fahrer vor mir. Ja, sag mal, Mensch. Rede doch mit mir. Also, deine Audio habe ich wenigstens ja noch an. Funkdialoge auf 5. Wetterbericht. Ja, cool, dass du mir das beantwortest, aber das andere nicht. Ja, gut. Naja, sehr gut. Ach, es ist so ärgerlich. Ich will wissen, was für eine Zeit Hamilton hat. Ich will es eigentlich nicht wissen, aber... Boah, das wäre natürlich für ihn extrem mies gewesen, wenn er jetzt ausgeschieden wäre, weil die Abstände sind viel kleiner, als man gedacht hätte, denke ich jetzt mal. Also, als ich zumindest gedacht hätte. So, ich probiere hier mal nochmal... an die Box zu fahren. Ja, das war ein ganz guter Referenzpunkt. Rechts das weiße Auto, sobald man quasi das passiert. Ab hier. Ja, dann ist man bei einer ganz guten Geschwindigkeit, denke ich mal. Gut, beenden wir die Session. Aber wow, es sind auch echt unerwartete Leute rausgeflogen. Ocon unter anderem. Schauen wir noch mal kurz die Zeiten. Nico Hülkenberg kommt weiter, das freut mich als seinen Teamkollegen. 13. der Unterschied, aber das macht schon 4 Positionen hier aus. Hamilton. Wie bitte? Was ist denn hier los? Kann es sein, dass eine Runde von ihm nicht gewertet wurde? Leute, der... Okay, also er hat eine Gridstrafe, genau wie Ricardo. Und hat einen DNF. Warum? Warum? Gut, ich hätte mich um 2 Zehntel verbessern müssen. Ansonsten... ausgeschieden. Sind wir neben Ocon... Wenn Hamilton jetzt von 16 startet, weil er hat jetzt einen DNF, dann profitieren wir davon. Also keine Ahnung, was da los ist. Also wir vor Ocon, dann Grosjean mit dem Haas. Es sind 5 Teams vertreten. Ein Manor mit Haryanto, dahinter Eriksson und Wehrlein. Und wer es mit einem extrem guten 12. Platz weitergeschafft hat, ist Esteban Gutierrez. Krass. Ansonsten haben wir
Gut, McLaren mit ein paar Upgrades. Die sind beide in den Top 10 Plätzen. Und Daniel Ricciardo, der kriegt noch 5 Positionen Strafe. Ich weiß nicht, was da los ist. An sich scheint der Mercedes eine mega starke Pace zu haben, weil 1:21.6 ist eine Zehntel langsamer als das, was Vettel im Ferrari gefahren ist. Und ja, der Mercedes hat das auf Mediums geschafft. 751 Punkte. Wir haben allerdings unseren Rivalen wieder klar besiegt. Und wieder so deutlich, wie es nur sein kann eigentlich. Krass. In jedem Sektor schneller gewesen, wenn auch nur minimal. 12.000stel, 99.000stel, 27.000stel. Genügt. Ja, aber wir haben trotzdem Zuspruch im Team verloren. So, können wir uns mal ganz kurz das Telefonat anhören. Und ansonsten können wir eventuell auch das erste oder das nächste Upgrade für Monaco einplanen. Monaco ist ja der Grand Prix, für den ich mir sehr, sehr viel erhoffe, denn es ist eine Strecke, die ich sehr mag. Und das Chassisgewicht wird in Monaco, denke ich mal, sehr ins, Achtung Wortspiel, Gewicht fallen. 700 Punkte benötigt man hierfür. Und wenn ich jetzt auch noch 300 Pünktchen bekommen sollte, ich weiß nicht, ob es klappen wird oder nicht, aber ich glaube eher nicht, ich bezweifle tatsächlich, dass es funktioniert. Sollte ich hier 350 Punkte insgesamt haben nach diesem Wochenende, dann können wir auch noch die Treibstoffeffizienz hochtreiben, was bedeutet, dass wir weniger Benzin mitnehmen können in Monaco, was dort ebenfalls wieder ein Vorteil ist. Es wird das Chassisgewicht, weniger Gewicht, schnellere Zeiten von Anfang an und auch weniger Reifenabrieb, ist auch cool. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim Rennen wieder. Ich muss mal gucken, wie das mit dem Upload-Plan aussieht, denn dieses Wochenende bin ich etwas eingebunden. Für Leute, die den Stream verfolgt haben, da habe ich es auch mal erwähnt, was Sache ist. Aber ja, mal gucken. Vielleicht die paar Tage oder vielleicht Montag erst das Rennen. Ja, ich muss halt gucken, wie ich das alles zeitlich regel. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort wieder. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein, bis denne.